Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Dead Island mit mir und dem Buddha, Yo, der da angeflogen kommt, auch wenn er sich mehr teleportiert hat. Ja. So, wir haben die Quest flüchtig aktiviert und die werden wir jetzt machen, diesem einen Banditen da helfen und dazu sollen wir hier hinten lang. Ja, sind wieder, ich sehe schon, totale Umwege, die wir laufen. Haben sie sich mal wieder den besten Weg ausgesucht auf jeden Fall. So, hier unten sind Freunde, so, glaube ich, zum Spielen, guck oder? Guck mal bitte unten auf die Anzeige, 120 Meter. Also ich wette, dass es mehr als 120 Meter sind. Der Typ, den du schlägst, wie geil er einfach nur eben im Pool lag. Oh. So. So. Ruhe jetzt hier. Es donnert manchmal bei dir auch. Ja. Aber bewölkt ist es ja jetzt nicht, dass es irgendwie nach Gewitter aussieht. Gibt es hier Wetterwechsel? Ich bin einfach mal. Hoppsa, ich bin einfach mal jetzt hier runtergesprungen. Ich auch. Hinter dir? Die hat ein riesen Brett in der Hand. Hier ist schon wieder so eine fette Superbatterie. Ich finde das gut, dass wir die finden. Ja, wird bestimmt irgendwann für irgendwas nützlich sein. Richtig. So, warte mal, was denn hier? Paddel? Wie ist das ach, hier stehen ein paar Leute drin. Ich dachte gerade, da hängt ein Spiegel an der Wand. So schlimm. Siehst du nur auch wieder nicht aus. Ich hatte am Augenwinkel nur irgendwie was, sich bewegen sehen. So, was haben wir denn hier? Alkohol? Komm, oh, nee, oh, Nahrungsmittel? Energy Drink? Gut. Aber wir sollen jetzt schon wieder runter. Wo sollen wir denn eigentlich schon wieder hin? Keine Ahnung. Der Typ war ja ewig weit weg eigentlich, wo wir die Quest angenommen haben, ne? Ne, der war eigentlich, wenn du jetzt mal guckst, wo ist das große Hotel-Ding? Da oben. Und davor irgendwann. Also rechts von uns, dieses große Hotelanlagenteil. Da war der doch irgendwo. Also momentan sollen wir hier hinter und sollen dann guck mal, hier runter. Wir entfernen uns jetzt schon wieder vom Ziel. Ja. Das Tor braucht er nicht aufmachen, wenn das. Ja, laufen aber jetzt drauf zu. Ja. Oh, wie die Alte wieder am Häscheln ist, ey. Na, mehr noch hoch, ey. Dann sollte man nur den Sound rausschneiden von beiden zusammen. Weißt du? In der Wiese bei den Teabaggen, so. So. Ah, 70 Meter, da sind wir doch gleich. Oh, Mensch, spontan noch drei. Hotel! Ah, links sind welche. Guten Tag, hallo! Hinter mir ist einer. Aua! Sau, hat eine Klinge dabei gehabt. Aber da sollen wir ja gar nicht hin, wir müssen ja hier hoch. Wenn sie springt. Hört sich an, da ist so ein Hall dabei, als würde sie in irgendeiner Turnhalle stehen oder so. So, was haben wir hier denn? Energy Drink? Nahrungsmittelkonserve. Sehr schön. Alkohol, ja, oder sowas? Alkohol, ja. Den nehmen wir doch mit. Der hat 16 Dollar einstecken, vielen Dank. Oh, ich habe schon wieder Alkohol getrunken. Sehr gut. Dass sie das aber auch immer als Waffe auswählen muss? Die dumme Nuss? Was ist der Vorteil daraus? Ich verstehe es nicht ganz. Achso, dafür brauchst du ja Stufe 14. Ah, hier und die Spray ist schon wieder am Werk. Das ist überall rote Farbe. So. Ah, genau, hier ist das da, wo wir unten in der Toilette da waren. Ach, da sollen wir auch runter, oder was? Jo. Ich war mal da eben gerade schon. Oh, guck mal! Oh! Der war irgendwann noch nicht da. Das ist richtig. Du kriegst das mal einen Griff. Ich treffe den gar nicht mehr so. Oh, schau voll an die Wand und alles. Ich glaube, das tut der Waffe gar nicht gut. Ah, ein Arm ist schon mal ab. Ja, Safe-Schlüssel. Sehr schön. Nimm der Leiche den Schlüssel ab. Na gut. Schon getan. Und jetzt nochmal zur Oma zurück. Auf zur Oma. Wie weit ist der jetzt entfernt? Achtung, für den müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder über die halbe Insel reisen. Ja. Ah, hier ist wieder was in den Koffern drin. Sehr schön. Hier ist auch noch ein Dicker. Ja, oh. Platt machen, weil eigentlich Alter. Lohnt sich immer, die zu töten. Oh. Bleib mal hinter ihm. Ich hab keine Ausdauer. Aua. Hinter dir? Oh, der eine hat ein Holzbrett oder so. Oh, da kommen voll viele gerade. Echt? Wie viele ungefähr? Geht? Drei Stück. Vier Stück, fünf Stück. Oh, den dicken habe ich. Top. Ja, hier hinten sind noch ein paar. Eine habe ich, aber meine Ausdauer ist gerade so am Arsch. Komm, warte, ich mach Ulti.
M. Warte. Bam, 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 bam. Next! Richtig. Block. Ja, sehr schön. So, und dann müsst ihr ja hier in der Nähe. Gehen wir da runter, Mann. Wie sieht das denn aus? So, ich muss erstmal was trinken. Da hab ich eben ein bisschen HP verloren. Ich habe gar keine HP-Anzeige mehr. Ja, doch jetzt. Ganz schön viel Schaden habe ich so bekommen. Ja, aber die kickt noch nie ins Wasser, ne? Ja. Ist das hier Oma? So, jetzt ist es im Wasser. Guck mal, das sieht ein bisschen aus wie Oma. Ach, schon hinterher. Danke. Oh, sein Hals. Also, das sah gerade von aus einem anderen Blickwinkel sah es irgendwie komisch aus. Ja, von hier aus. Ich sehe es, da hat so eine Ecke drin, ne? Ja. Was? Weg da. So. So, weiter geht's. Oh, hier geht's auch nochmal runter. Ach, komm her. Boah, ich hab den, glaube ich. Er hat sich voll wegteleportiert gerade. Alter, ich hab ihm irgendwie so einen One-Shot gegeben. Es geht hier links und rechts. Machst du die Frau und ich mach die Herren. Jo. So, erstmal auf jeden Fall viele Koffer. Hm, typisch auf der Frauenseite. Wir Kerle haben einfach bloß einen Aschenbecher und Toiletten. Hier. Wie heißen die Teile? Mülltonnen. Ja, Mülltonnen hab ich hier auch. Alkohol auf der Darmtoilette. Ich hab, gefährlicher Nagelhammer. Ja, aber sonst war hier nichts zu finden. Ich hab nur einen Die Hammer Musik gefunden. Voll spannend gemacht irgendwie, als würde hier gleich voll das Unheil passieren. Das war aber auch nochmal richtig geil, wenn da so eine Horde denn irgendwie reinkommt von hinten oder sowas. Ne? Aber ich fand so auch, also es sind immer noch recht wenig Zombies, so habe ich das Gefühl. Oder? Ja, ich glaube so Unmengen wird uns später erst erwarten. Und jetzt halt erstmal noch so ein bisschen chillen, ein paar Quests machen. Später werden wir uns da wahrscheinlich noch genug drüber aufregen. Oder ob noch andere Zombies kommen, also bin ich mal gespannt, weil bis jetzt steht ja immer Gea dran, weißt du? Also hier können wir rein, müssen wir nicht. Bis jetzt Gea, ja, und die Großen, wo hab ich noch ganz drauf geachtet, wie die Großen heißt. Hm. Hey, hier ist das Messerstufe 14. Schon wieder? Dann nehme ich das nochmal mit. Auch im Inventar. Ja. Jetzt haben wir es zweimal. Hier waren wir doch schon drinne. Da war doch der komische bloß. Oder? Hier haben wir den Teddybär her, aber die Tussi ist weg. Naja, die haben wir gerade draußen getroffen, glaube ich. Das ist natürlich möglich, ja. Ich hab hier. Kann noch was öffnen, da ist noch was. Yay. Hinterm Haus habe ich irgendjemanden knuspern hören. Echt? Ja, hier, die haben so eine Tussi. So, Kopf ab. Wo müssen wir denn hin? Ach, hier hinter. Ja, wir laufen schon wieder falsch. Tritt verpasst. Ja. So, hier hinter jetzt. Noch 20 Meter, dann sind wir schon da. Ich bin jetzt hier gespannt, was The One Piece jetzt uns jetzt sagt. Hier. Let's keep moving, amigos! Und jetzt? Und? Super, hier hinten geht's wieder raus. Dafür hast du jetzt die Schlüssel gebraucht, oder was? Ich habe 18 Dollar aufgenommen, das ist bestimmt der unglaubliche Schatz. Quatsch ihn mal voll. Der hatte noch was? Ich kann ihn nicht ansprechen. Was ist das für ein Arsch? Hä, das raff ich jetzt aber nicht. Hier muss es noch irgendwas geben. Ich lese noch einen Questlog. Suchen Sie den Safe. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Ja, hab ihn. Achso, du stehst hinter mir. Ach, jetzt wieder mit dem Typen reden. That's it! Yo. Yes! Muchas gracias, amigos! Alright, here's your cut! Der gibt uns einen Anteil, hat aber nicht mal den Safe aufgemacht. Der Lappen. Grundlagenunterricht. Ich hab auf jeden Fall einen Level-Up. Jojo. So, was werde ich denn jetzt skillen? Zusätzliche Ausdauer? Bedrohungsfaktor runtersetzen? Zusätzliche Ausdauer ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, ne? Ich glaube, da gehe ich mal zuerst rein und dann werde ich die Bedrohung runtersetzen. So, was hat er jetzt noch? Warte mal. Was, ein Schuss? Echt? Schießeisen? Ein Revolver? Cool. Hilfe, um Arzt- und Rettungsschwimmerturm zu gelangen.
Schwierigkeitsgrad einfach und es gibt einen Revolver dafür. Okay. Das wollen wir doch gerne. Gracias. We better go, huh? Oh, müssen wir den jetzt eskortieren? Ich mache hier keine Escort-Mission irgendwie. Aber gut, dann machen wir das noch. Jo. Ach, der will zum Rettungsschwimmerturm, ne? Boah, wie schnell er läuft, ne? Ja, ja, unglaublich. Er rast uns davon. Totalen Hass auf ihn. Ich bleib mal bei ihm. Rapido. Na, ich klatsch mal einfach alles weg. Rapido, sagt er, und schleicht hier lang. Und liegst du hier unten im Wasser rum? Ja, ich hab grad die Waschen. Der Typ hat angegriffen. Ist unser Typ tot? Der liegt gerade so da. Ach, nee, nee, der schifft auch. Der war eben gerade wirklich, also seine Doll ist gerade wirklich so, diese Hit-Doll, lag einfach nur am Boden. So wie ja, ist ein schwerer Messingschlagring in der Kiste. Nein, das ist nicht so. Was sagtest du eigentlich vorhin mit... Oh, jetzt rennt er aber los hier. Was sagte ich vorhin mit? Mit Schlösser knacken. Ja, willst du das machen? Oder soll ich das jetzt machen? Wenn du jetzt schon die Möglichkeit dazu hast, dann würde ich sagen, mach du das so, weil ich brauche noch ein bisschen okay. dafür. So. Nee, weil ich habe jetzt aber gerade noch in Ausdauer geskillt. Also. Ja. Ja, Quatsch, in Haltbarkeit so. Da hab ich jetzt meinen dritten Punkt drin versenkt. Ah, jetzt gibt er wieder Gas. Ja. Echt, ey. Er rennt wahrscheinlich auch nochmal den fettesten Umweg überhaupt. Ja. Wären wir nach seinem Haus rechts raus, weißt du, wären wir direkt da gewesen. Ich kann ihn aber auch nicht von hinten anschieben. Aber naja, obwohl, da unten ist ja schon die Dings. Oh, wie lahm er hier runterläuft. Muss er wieder schleichen, ne? Ich geh schon mal vor und guck, ob da was ist. Komm, Oppes, auf jetzt! Nö, hier ist alles oh, jetzt gibt er Gas. Und ruft wieder Rapido, ja, und rennt dann 5 Meter und dann ist er wieder außer Atem. Ja. Mit seiner schwulen lila Tasche, ey. Will schon am liebsten vom Hals schneiden. Oder den Hals von seiner Tasche schneiden. Wo läuft er denn jetzt lang? Hat er einen Klumpen in der Hose eigentlich? Oder wieso läuft er so komisch? Vielleicht hat er sich, ja, keine Ahnung. Meine Fresse, hat sich auf den Besen gesetzt oder was? Vielleicht ist er auch gerade dabei, sich irgendwas aus dem Rücken zu drücken. So. Hey, I always remember my amigos. Ja, jetzt tu nicht so, gib den Revolver her. Mittelmäßiger Revolver, vielen Dank. Cool, verformter Revolver. Meiner ist wahrscheinlich, ich habe einen Level 10 Revolver. Ich bin ja, glaube ich, auch. Über... Ah, du auch? Meiner heißt anders. Was macht deiner an Schaden? Moment, ich muss es gerade mal finden. Da. 110. 104. Genauigkeit 76. Ja, hab Feuerrate ich auch. 60. Hab ich auch. Nachladezeit 46. 64. Andersrum, 46. Ja, hab ich 45. Und 30 Schuss schon dafür. Tatsache. Krass. Ja, wir haben vorhin mal Munition gefunden irgendwo. Sollen wir nachladen? Weil war nur ein Schuss dran. Ja. Okay. Jetzt bin ich natürlich am überlegen, so einen Revolver zu verbessern. Weiß halt nicht, inwiefern sich das immer lohnt, weißt du? Na, gucken wir einfach mal. Bolzen Mutter, was ist das denn überhaupt? Achso, auch nur für Baseballschläger und so, ey. Ich kann nichts modifizieren. Mittelmäßiger Revolver. Bei Upgrade, wenn ich ja, was kostet das? Na, 58, 96, 92. Hast du noch eine Klammer? Bestimmt. Warte mal, ich repariere gerade mein Kram. Rico. Wie viel Geld hast du? Ich habe jetzt 4000. Ich habe jetzt alles repariert, habe jetzt noch 4650 knapp. So, 4000. Da. Achso, ich hätte ja mal gucken können, ob ich eine Klammer habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich guck mal. Algen, Batterien, Draht, Drogen, Feuerzeug, Feuerzeuggas. Klammer, 2 Stück habe ich ja. Eine brauche ich. So, sehr schön. So, dann kann ich mir auch wieder was modifizieren, eigentlich. Warum wird mir das denn hier rot angezeigt?
Guck mal, wird dir das hier auch als Gegner angezeigt? Was? Hier, wo dieser Halter für so eine Feuerlöschflasche. Nee, wenn ich da drauf ziehe, mir wird er als Gegner angezeigt. Achso, wenn du mit Pistolen drauf ziehst, ja. Mit der Pistole, ja. Ja, gell? Und Scheiß. Guck mal, ich hab meinen Hammer verbessert. Also, warte mal, draußen vielleicht? Ist man das besser? Mit der Motto, oder was? Gar nicht, nee. Da ich irgendwie jetzt so. Ja, hängt so ein Gewicht dran. Ja, genau. Ja. Ja, du kannst deine ganzen Sachen modifizieren, ey. Für mich haben wir noch nichts gefunden bisher. Ja, du musst es ja auch aufnehmen, wie die Waffen aussehen. So, warte mal, ich geh grad nochmal verkaufen, dann würde ich sagen, fahren wir hoch zum Leuchtturm, da haben wir ja noch ein paar Quests zum Abgeben. Jo, wie weit sind wir? Ein paar Minuten her? Oh, es gibt hier eine Dings, eine epische Waffe. Boah, ja echt. Exotisches Stockmesser, macht richtig viel Schaden fürs nächste Level, wäre die. Da hätte ich nur fast keine Kohle mehr, Ja, wenn du die jetzt auch noch auflevelst, macht die noch mehr Schaden. Also wenn du die upgradest. Naja. Könnt ihr dir alle meine Sachen geben, die über sind? Dann hast du vielleicht wieder ein bisschen Geld, wisst ihr? Oder du lässt es. Nee, Quatsch. Der Verkaufswert ist 438, also das. So, ja, 4700 habe ich. Upsa, mach nur mal auf hier, die Putze. Ich soll jetzt 4700, 3000 ausgeben? Nee. Nee. Oh, halt. Ah, ne, ist leer. Gut. Wo bist du? Ah, bist du beim Händler? Ja. Ich kann hier hoch. Ich draußen mal. So, ich komme. Zeug aus, noch ein bisschen Reiniger gefunden, 18 Dollar. So. Genau, dann einmal zum Leuchtturm. Brauchst du eine Karte, dann aktiviere ich Quest. Geht. Also zum Leuchtturm finde ich. Das geht bis zum Leuchtturm, das ist machbar. Und. So. Hab's trotzdem mal markiert. Achso, du musst es ja selbst markieren, ne? Ja, ja. Aber du hättest mich ja navigieren können, falls ich doch falsch war. Pass auf den Bus auf, ne? Gleich da vorne. Ich gebe mir Mühe. Aber den haben sie auch echt fies platziert. Genau den da. Ach, den ja. Bus! Ich dachte, du meinst einen anderen. So, yes. Wow. Na, wow. Und jawohl. So, Anni, komm. So, moin Leute. Hallo. Wir sind wieder da. Hier, mit dem haben wir jetzt auch eine Quest. Bei ihm, Fred. Ja, hier haben wir ja noch so viele Quests, die haben wir alle noch nicht angenommen. Aber vorhin gab es ja noch keinen. Doch, hier gab es doch vorhin auch so viele. Aber, bevor wir die annehmen, ich würde gern erstmal jetzt da hinten in diesen Lagerraum gehen. Richtig. So, zu dir. Ich bin da. Okay. Marcus said it's gonna work. Let's give it a shot and turn it on. Just hope it doesn't bring down the electrical grid. Ah, sehr schön. Cool. Na, damit kann man auch auf sich aufmerksam machen. Ja, das sieht man vor allem am Tag immer so gut. Ja, tagsüber ist recht. Ja, das war ein cleverer Einfall. Ich meine, nachts bringt's ja nichts, weil es ja Schwarzlicht ist. Looks like it works. Richtig. Come on. Jetzt müssen wir jetzt oben schön gebräunt. Endlich machst du den Lagerschuppen auf, hast du auch nochmal Glück gehabt. Oh, 1200 DPS, guck noch. Alter, der hat einen brutalen Schraubenschlüssel da mir gegeben. Der heißt wirklich. Achso, den habe ich schon noch gar nicht genommen. Ich krieg Schaden anrichten, der Schraubenschlüssel. Okay. Er ist halt nur eine stumpfe Waffe, ne? Ja, wenn du die über hast. wo ist denn das Ding? Hier. Kannst du ja mal fallen lassen? 138 macht halt schon gut Schaden, ne? Wie viel macht die? 138. Oh, meine macht 144. Ja. Ja, du machst ja auch mehr Schaden mit Dings. Hm. Mit stumpfen Waffen, ne? Bisschen. Gut. Ich glaub, ich heb mir die sogar mal auf. Jo, ach, ist nicht verkehrt. Ich hab auch ein paar Messer, die ich mal ab und zu nutze. So, reparieren und so brauchen wir nichts. Was hängt hier? Nur so ein schweres Rohr.
So, wie gesagt, bevor wir hier Quests annehmen, was haben wir denn noch auf Sendung? Keres Dominik, gib ihm einen Signalverstärker. Wo ist der denn? Ach, der ist ja komplett woanders. Hilft den Leuten im Leuchtturm. Okay, da müssen wir noch ein paar Quests hier eigentlich machen, glaube ich. Na, wenn wir die jetzt abgeben vielleicht, dass es dann weg ist. Ne, wir müssen alle Quests hier, glaube ich, von den Typen hier machen. Wir haben jetzt 20 Minuten der Part. Wir könnten natürlich auf Sendung... das könnten wir abgeben, 330 Meter. Ist jetzt halt die Frage, warte, ich schau mal auf die Karte. Wo das ist, kann man hier nicht scrollen? Irgendwie? Ah doch, so, okay. Ne, kein Wegpunkt. Wie machst du einen Wegpunkt wieder weg? Achso. Ich weiß es nicht. Super, jetzt die Quest nicht mehr aktiviert. Quests. So, Aufsendung. Karte. Ach, auf der Karte bekommt man aber nicht angezeigt. Ah doch, guck mal, da machen wir mal eine Schnellreise. Haben wir das auch mal gemacht. Ja. Hier war doch auch irgendwo eine Karte. Die habe ich doch heute schon mal irgendwo gesehen hier. Oder? War die oben? Oh, guck mal, hier ist eine Tür. Ah, jetzt bin ich oben. Ja. War hier nicht eine Schnellreisefunktion? Ne, die ist unten. Naja. Ich geh wieder runter. Na, ich bin auch wieder unten. Na, da ist so ein... Ah, hier, hier. Ach, hier ist eine Karte. Genau, weil da können wir jetzt einfach zum Rettungsschwimmerturm zurückreisen. Und da war noch ein Punkt, wo wir... Und hier können wir nämlich noch eine Quest abgeben. Da müssen wir aber, glaube ich, hoch. Jo. Weißt du was noch, wo wir mal noch so Special-Einsätze mal machen können? Was denn? Kannst du dich noch an den Bunker erinnern? Ja. Da ging noch ein Gullideckel irgendwie runter. Stimmt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich hasse das, aber ich habe den Quest doch angenommen. So, gibt's nochmal Geld? Sehr schön. So, rede mit Cinemoy. Was ist ein roter Quest? Also rotes Ausrufezeichen. Ist das... Rede mit Cinemoy ist aber die Hauptquest. Hm. Jo, dann sag was. Ja, der Part ist eigentlich rum und ich würde sagen, dann machen wir auch mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Jo, reicht. Haben wir jetzt knapp 10 Parts oder so aufgenommen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in den nächsten Parts wieder, Leute. Also bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.